Ja, also die kalte Dunkelflaute, wie der Name schon sagt, es ist richtig knackig kalt in Deutschland und wir haben einen hohen Stromverbrauch wärmebedingt. Dann ist es auch noch eine Dunkelflaute. Es ist dunkel, die Solaranlagen bringen keinen Strom. Es ist eine Flaute, die Windanlagen bringen keinen Strom. Wo kommt der Strom her? Unsere Berechnungen haben ergeben, dass wir mit dem heutigen Stromsystem manchmal ja über 2 Wochen hinweg 70 Gigawatt an Strominput fehlen. Ja, und das ist ein richtiger Stresstest für die Energiewende. In vielen Situationen ist der europäische Stromaustausch total sinnvoll und richtig. Da gibt es mal hier Wind und da kein Wind. Aber es gibt eben auch, das hat die Historie gezeigt, es gibt eben auch Situationen, in denen sich diese Dunkelflaute über ganz Kontinentaleuropa erstreckt. Das sind Situationen, in denen der Stromimport dann auch versagt, wo das also nicht mehr funktionieren kann. Wo also die Nachbarn das gleiche Problem haben wie wir eigentlich hier. Also auch Kälte und auch eine Flaute. Ja, und dann bringt das ganze System eigentlich nichts. Ja, also da brauchen wir auf jeden Fall verschiedene Flexibilitätsoptionen, sagen wir dazu. Und da braucht man ganz verschiedene. Da brauchen wir so kurzfristige Batteriespeicher für ein paar Stunden, ein paar mittelfristige für ein paar Tage, Pumpspeicher zum Beispiel, oder auch langfristige Flexibilität. Also für 1-2 Wochen andauernde Dunkelflauten braucht man langfristige Flexibilitätsoptionen. Und eine Option ist, den Windstrom und den Solarstrom zwischenzuspeichern in Form von Gas mit einem Elektrolyseur, das in einen Gasspeicher zu überführen. Und dann, wenn er dann gebraucht wird, während der kalten Dunkelflaute, dann das Gas wieder zu verstromen mit einem Gaskraftwerk. Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Die erneuerbaren Energien, die Photovoltaik, die Windkraft, früher waren es die ganz teuren neuen Technologien und die haben eine enorme Kostendegression hingelegt in den letzten Jahren. Die sind die günstigsten Stromerzeugungstechnologien heutzutage, die wir bauen können. Es macht also wirtschaftlich total Sinn, auf die zu setzen. Und wir haben mal ausgerechnet, also für das Stromsystem bis 2040 diese Kostendegression so weitergeht, würde das durchschnittlich 5,6 Cent die Kilowattstunde kosten. Das ist also deutlich günstiger als das, was wir heute sehen. Gerade wenn man auch die ganzen externen Kosten, die heutige Stromerzeugungstechnologien haben, wenn man die mit berücksichtigt, dann ist es wirklich deutlich günstiger, das Stromsystem dadurch.